dass diese Behauptungen stimmen. Und zwar sehen erstens auch die Fakten so aus, dass ich in Deutschland, ja, Deutschland hat eigentlich die niedrigste Fruchtbarkeitsrate in der Welt. Oder die zweitniedrigste. Auf jeden Fall ganz, ganz weit unten. Und da kann man sich fragen, woran liegt das? Ja. Und ja, Frauen versuchen bei mir das authentische Wahrheitsempfinden einfach, das eigentlich jeder Mensch auch hat, der spürt, was in dem Land vorgeht, die versuchen das bei mir auszureden. Ja, zu sagen, nein, das stimmt nicht und kommen dann mit ihren feministischen Ideologien. Ja, Frauen werden unterdrückt und Männer sind ja die riesen Schweine, ja. Männer sind ja schuld an der Misere hier in dem Land und ich spüre, dass das nicht wahr. Wenn ich hier in meine Stadt schaue oder allgemein auf dieses Land, dann sind eher die Frauen daran schuld. Und das liegt daran, dass du diesen Feminismus irgendwie ein Männerhass in ihnen, in ihrem Kopf jetzt ist. Für viele noch unterbewusst. Und dass sie dann nicht mehr offen für Männer sind, sich nicht mehr attraktiv machen wollen und deswegen ja, diese Kultur einfach zerstört wird. Das geht einfach so nicht, dass der eine Gegenpol plötzlich wegfällt. Und was dieser Feminismus geschaffen hat, ist einfach nur ein Kampf zwischen den Geschlechtern, ja. Hat nichts mit auf einen anderen zugehen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, den anderen zu verstehen. Und zwar, ich versuche hier wirklich Frauen zu verstehen. Ich habe das wirklich jetzt schon Jahre versucht. Und ja, rational kann man das wohl nicht verstehen. Ich weiß auch nicht. Das ist, ja, etwas, was tief jetzt in diese Kultur eingepflanzt worden ist. Mit diesen Ideologien, ja, auch diesem Sozialismus, diesen versteckten Sozialismus, den wir jetzt haben auch. Und dieser Feminismus zum Beispiel, der einen riesen Schaden anrichtet in diesem Land, ja, das kann man nicht anders beschreiben. Es ist einfach nur unglaublich. Ich weiß nicht, auf den Straßen sieht man wirklich wenige attraktive Frauen. Also es ist wirklich selten, dass ich da jemanden sehe. Natürlich, wenn man dann irgendwie auf Volksfeste geht oder sowas, ja. Das ist dann halt. Da scharen sich dann alle. Und da denkt man sich, wo kommen denn die ganzen Frauen plötzlich her, ja? Aber ja, dieser Feminismus richtet einen riesen Schaden an in diesem Land. Und ja, ich kann auch noch so beschreiben. Der Feminismus. Ist eine Ideologie einfach. Ich weiß nicht, Frauen, ob die unterdrückt werden. Das ist. Also ich weiß nicht, ob Frauen es aushalten würden, für einen Monat ein Mann zu sein, ja. Also ich weiß nicht, das ist. Als Mann bekommt man zum Beispiel nichts geschenkt, sagen wir mal so. Als Frau laufen die Männer ja hinterher, weil ja, weil Männer da in dieser Hinsicht irgendwie auch ziemlich verzweifelt sind. Oder ja, ich weiß nicht. Da Frauen beschweren sich auch, dass Männer irgendwie die ganze Zeit sie anschreiben oder so auf Facebook oder was weiß ich. Und da denke ich mir so, ja, so das hätte man als Mann auch natürlich gerne irgendwie.
Aber das ist ja genau umgekehrt so, ja. Und wie gesagt, es wird ein Kampf zwischen den Geschlechtern befördert. Und eigentlich müssen die Geschlechter sich doch gegenseitig austauschen, gegenseitig bereichern. Und das passiert gar nicht. Das ist nur ein gegen den Mann sein, ja. Und was entsteht dabei? Da entsteht ja gar nichts. Das ist nur kaputt machen, ja. Nur zerstören und ja. Ich wollte eigentlich noch was ansprechen zu Feminismus, aber mir fällt es jetzt gar nicht ein. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, und zum Beispiel auch bei Feedback kommt, wenn ich jetzt eine Pause mache oder so. Wieso sollte man das nicht dürfen? Ja. Wieso sollte ich hier fließend durchsprechen und keine Pausen machen dürfen, ja? Das ist natürlich auch so ein Blödsinn, ja. Wenn die Leute selber Videos machen würden, dann würden sie auch merken, dass ab und zu eine Pause nötig ist einfach und ja, man könnte auch denken, jetzt ich bin verzweifelt oder Frauen wollen mit mir nichts zu tun haben und deswegen muss ich jetzt halt hier Rundumschlag machen und da draufhauen und so Zeug. Und das bin ich wirklich nicht. Ich bin nicht mehr verzweifelt. Ich war früher vielleicht noch verzweifelt. Aber heute, das ist nicht mehr so bei mir. Ich denke, ich gelernt habe, mit mir selber klarzukommen und ja, in mir selber liegt der Schlüssel und dass ich das Glück auch nicht von außen kriegen kann und deswegen bin ich da jetzt irgendwie eher nüchterner. Bei diesem ganzen Thema, weil ich meine, wenn Frauen das zum Beispiel anschauen würden, keine Ahnung, dann bin ich ja für die meisten wahrscheinlich dann gestorben oder so. Und dann können es die noch ihren Freundinnen erzählen und dann wollen die ganzen nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich bin ja eigentlich so ein schrecklicher Mensch, weil ich ja solche schrecklichen Dinge angesprochen habe und ehrlich gesagt, irgendwie interessiert mich das gar nicht. Ich meine,
Wenn es so ist, dann ist es halt so, ja. Ich meine, es gibt genug Frauen auf der Welt, die mit mir liebend gern zusammen sein würden und nicht mit mir kämpfen und nicht mit mir konkurrieren wollen und nicht mit mir nicht vorwerfen, dass ich sie unterdrücke oder so. Also ich weiß nicht, welche wen unterdrückt. Wie heißt, ihr könnt ja mal in islamische Länder gehen oder so. Also hier in Deutschland, da wird doch keiner unterdrückt. Ich meine, das ist doch totaler Blödsinn. Ich meine, ihr könnt arbeiten, die Frauen können arbeiten, wenn sie wollen, sollen sie doch arbeiten, oder? Es hat ja nichts mit Gleichberechtigung zu tun, sondern ja, Frauen sind halt für andere Dinge zuständig, glaube ich, als Männer. Und man sollte das nicht alles gleich machen. Weil damit, wie gesagt, vieles kaputt geht. Man sieht doch in unserem Land, das ist doch. Ich weiß nicht, wer ist hier zufrieden in diesem Land, ja. Also. Ich weiß nicht, wer hier in diesem Land jetzt zufrieden ist, sage ich mal, mit der Situation. Zwischen den Geschlechtern. Ich sehe das halt so aus meiner Erfahrung, dass es halt, dass ich halt da lange nicht zufrieden war. Und jetzt, ich habe auch lange die Schuld bei mir gesucht. Ich habe auch versucht, mich zu verbessern. Ich habe versucht, irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Verhaltensweisen anzutrainieren, damit ich irgendwie besser wirke oder besser, ja, damit besser Kontakt entsteht, aber es hat alles nichts genützt. Oder ja, da ist eigentlich nichts zustande gekommen. Nur wenn, es ist nur dann was zustande gekommen, wenn es von selber passiert ist, ja. Auch in Kanada zum Beispiel, nicht hier in Deutschland. Und ja, daran sehe ich, die Schuld liegt nicht bei mir, weil ich bin so, wie ich bin. Und ich finde, die meisten Männer sind noch ziemlich ehrlich, sage ich mal. Auch was ihre sexuellen Interessen angehen und so. Dass sie das nicht zurückhalten künstlich oder verknappen oder so. Sondern dass Männer eigentlich da ziemlich ehrlich sind, die meisten, finde ich. Sondern dass das Problem, glaube ich, eher bei den Frauen liegt. Das ist irgendwie so. Nicht irgendwie, das ist einfach so, weil ich habe, also ich kann das aus meiner Erfahrung sehen und ja, auch das, was ich in meinem Umfeld sehe. Frauen machen das kaputt. Ja. Und zwar ist da vor allem dieser Feminismus schuld. Das ist das, was hier diese Kultur irgendwie total von unten heraus vergiftet hat. Ja. Ja. Ich verlinke euch dann mal noch zwei Videos von Marco Sagt über Männerhass. Da geht er auch darauf ein und ja, ich merke es, ich tue hier arbeiten im Land, ich tue mich einbringen hier und so und ja, von den Frauen kommt da einfach nichts, sag ich mal. Also von den meisten Frauen, sag ich mal. Es gibt noch Ausnahmen, aber die Masse der Frauen ist von diesem Zeitgeist einfach total voreingenommen. Und in diesen ganzen Dogmen und das, was in den Medien denen eingetrichtert
eingetrichtert worden ist und in den Schulen. Und ja, wenn du das als Mann das ansprichst, genau, das wollte ich vorher auch noch erzählen, das fällt mir wieder ein. Wenn du das als Mann ansprichst, ja, dann machst du dir alle Chancen kaputt, ja. Und du bist ja ein Unmensch, ja. Man bricht nicht dieses Tabu und spricht es an, ja. Wenn man unzufrieden mit dieser Situation ist, dann man spricht es gar nicht. Man sollte das nicht ansprechen, ja. Was ist das für ein Schwachsinn? Wenn ich das so empfinde und so sehe, wieso soll ich das nicht ansprechen? Wieso soll ich mich zurückhalten, ja? Wieso? Wieso darf ich das nicht sagen? Ich meine, wenn jeder Mensch, der unzufrieden ist oder so, kann eine Kamera nehmen und das sagen und in die Welt sprechen und sagen, ja, ich finde das nicht geil, ich finde das scheiße, was hier los ist. Und so mache ich das auch. Und ich kenne da keine Tabus, ich kenne da keine Tabus in Bezug auf Frauen, Feminismus oder dass ich da Angst hätte oder so, weil es ist etwas, was angesprochen werden muss. Und ich sehe, dass Männer Angst haben, weil ich glaube, viele Männer spüren das auch. Aber sie haben Angst, dass sie sich ihre Chancen kaputt machen, dass sie, ja, ja, Männern wurde eigentlich so, man soll Frauen respektieren und ja, bei Frauen muss man immer vorsichtig sein und genau das ist falsch, weil das sollte man nicht, weil ja, ich denke, Frauen sollten die Wahrheit hören. Also, ciao. Ja, hallo Leute. Ich möchte jetzt einfach mal weiter so diese Audioreihe machen, weil ich merke, dass ich durch die Audios irgendwie mich besser, ja, mich irgendwie momentan besser fühle beim Ausdrücken. Und ja, ich probiere das jetzt einfach mal weiter. Und ich möchte hier ansprechen, was mir heute in gewisser Weise bei mir aufgefallen ist. Und zwar wieder in Bezug auf Frauen, aber was dabei über mich aufgefallen ist. Und ja, es ist irgendwie ziemlich interessant. Ich habe heute etwas länger bin ich mit, ja, ich bin etwas länger heute mit dem Zug gefahren. Und während einer Strecke, ich bin dann später umgestiegen, saß ich im Zug in so einem Abteil, wo Menschen sich durch die Klappsitze sind und die Menschen sich gegenüber sitzen. Und da saßen halt mehrere Menschen und recht schräg vor mir saß ein Mädchen, das ich eigentlich irgendwie interessant fand und attraktiv fand. Und irgendwie ist es mir aufgefallen und irgendwie habe ich gemerkt, ja, irgendwie, ja, man denkt dann über diesen Menschen und man spürt irgendwie, dass man diesen Menschen irgendwie anschauen will, aber dann irgendwie hat man Angst und schaut weg. Ich denke, das ist was,
was jeder irgendwie kennt. Und der Unterschied war, dass ich diese Unsicherheit nicht weghaben wollte. Ich wollte nicht sagen, ja, das ist schlecht und ja, ich sollte nicht unsicher sein oder solche Dinge wie, ja, du sollst dich hier ansprechen oder Scheiße ist, du findest sie attraktiv, aber du kommst nicht näher an sie und ja, diese Dinge sind mir bisher immer durch den Kopf gegangen, aber diesmal war es anders, ja. Diesmal hatte ich das Gefühl, ja, ich finde sie attraktiv und ja, ich habe diese Unsicherheitsgefühle und ja, das ist alles in mir, ich denke über sie nach. Ich denke darüber nach, wie ich auf sie wirken könnte, ob ich für sie attraktiv bin und so weiter. Diese ganzen Gedanken sind da und es ist okay, dass sie da sind. Zugrunde liegt einfach ein Gefühl da, dass ich von ihr angezogen bin und dieses Gefühl ist kein Mangelgefühl. Dieses Mangelgefühl wird erst vom Verstand erzeugt. In Wahrheit ist es ein schönes Gefühl. In Wahrheit ist es ein Gefühl von Lebendigkeit. Es ist ein Gefühl von, ich habe diese Empfindungen, ich habe diesen Reichtum in mir. Ich verspüre Anziehung zu Frauen, die ich attraktiv finde. Und das ist schön. Und ich habe mich nicht schlecht gefühlt, dass ich sie nicht anspreche. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, dass ich, ja, dass ich mich unsicher fühle, ja, das ist wirklich, ich war wirklich verblüfft, weil in Wahrheit ist es schon genug, dass ich dieses Mädel attraktiv finde und da sitze und man kann es auch richtig genießen, einfach weil man merkt, ja, ich mein Gott, dieser Reichtum ist in mir schon da. Ich bin es selber, ich hab diese, ja, in gewisser Weise diese Empfindungsfähigkeit und das ist nichts Schlechtes, ja. Und natürlich, ich habe Angst, sie anzusprechen. Das ist einfach da, ja. Und es ist auch okay. Und ja, dann bin ich irgendwann aus dem Zug ausgestiegen und irgendwie war ich in Frieden mit mir. Ich habe gewusst, es war alles okay, so wie es war. Und ich habe gemerkt, es ist alles in Ordnung mit mir. Ich muss mir nichts beweisen. Ich muss niemandem irgendwas beweisen, ja. Ja, ich bin selber schon so reich, dass ich überhaupt sowas empfinden kann. Dass ich überhaupt da sitzen konnte und sowas und mich so fühlen konnte, ja. In gewisser Weise. Allein das ist schon genug. Ja, das fand ich irgendwie ganz interessant und ja, was mir später dann auch irgendwie noch aufgefallen ist, ich bin dann zu dem Handballtraining gegangen, da haben dann irgendwie auch die Frauen da gespielt und ich habe dann halt dazu geschaut und ja, in gewisser Weise, man findet diese Frauen irgendwie attraktiv, ja. Und das will ich gar nicht verbergen, es ist einfach so, ja. Ich muss mich dafür nicht schämen, es ist einfach so. Und man sieht halt diese attraktiven Frauen, wenn sie da laufen. Und ja, ich habe gemerkt, ich liebe eigentlich, ich, nein, ich liebe Frauen, nicht nur eigentlich, ich liebe sie wirklich. Ich liebe Frauen so sehr und es ist einfach schön, dass ich das so in mir habe, dass ich das so habe, dass ich irgendwie die Schönheit so in Frauen sehen kann. Und ja, das reicht schon, ja. Und dass ich jetzt zum Beispiel keinen näheren Kontakt mit Frauen habe und dass ich keine Freundin habe oder dass ich jetzt
keinen Sex habe oder das nicht so, diese Sexualität so jetzt nicht ausleben kann. Das ist ja erstmal egal, weil in mir ist schon das enthalten, ja. Und ja, in gewisser Weise ist es halt schade, dass es halt dann so, dass man das so nicht leben kann. Und ja, in gewisser Weise tun mir die Menschen einfach leid. Ja, oder in gewisser Weise ist es einfach so, ist es eher so ein Mitgefühl oder irgendwie auch so eine gewisse Wut auf diesen, auf diese scheiß Programmierung. Es ist einfach eine Programmierung, die diese Frauen haben. Wie gesagt, ich habe es schon angesprochen in diesem Feminismus und in diesem Feminismus-Video, was für mich überraschenderweise ziemlich stark aufgerufen wurde. Und ja, ich merke, dass diese Programmierung das Problem ist, ja. Weil ich liebe Frauen und ich sehe, wie diese Gesellschaft darunter leidet, unter diesem, ja, unter dieser Blockierung einfach, ja, dass das nicht mehr fließen kann, dass Männer und Frauen nicht mehr zusammenfinden und ja, wie gesagt, es ist einfach schade, aber es ist nicht mein Problem, weil ich habe diese Offenheit, Empfindungsfähigkeit habe ich schon jetzt und ich werde mir das auch nicht kaputt machen lassen, indem ich mich zu etwas zwingen, jetzt irgendwie Frauen anzusprechen, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht will. Und ich meine, ich habe das ja schon gemacht, ich habe ja diese Pickup-Ideologie irgendwie auch verinnerlicht mal und habe das auch probiert und es hat für mich nicht funktioniert. Das weiß ich mittlerweile, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht und man muss das nicht machen. Und wenn man einfach sich dann, wenn man sich da unwohl fühlt, das ist ja genau das. So, und ja, ich merke, ich sehe halt in Frauen diese Attraktivität, ich sehe diese Schönheit und das ist für mich einfach schon. Ich sehe, dass das Problem nicht bei mir ist, weil wie gesagt, weil ich Frauen liebe, ja. Und ich glaube wirklich, die meisten Männer lieben Frauen, wenn ich sehe, wie die Männer Frauen auch bewundern und in gewisser Weise auch teilweise vergöttern. Allein schon, wenn eine Frau attraktiv ist und wie viele Männer ihr hinterherlaufen, ja. Männer vergöttern Frauen regelrecht, ja. Also das sieht man ja allein, ich war jetzt auch am Bahnhof und da sieht man, wenn ein schönes Mädel da vorbeiläuft, also sieht man halt diese ganzen Männer. Also alle möglichen Deutschen, auch vor allem auch Ausländischen, es gibt ja auch viele Asylanten, also die schauen dann natürlich hin, schauen ihr hinterher. Ich meine, weil ja, weil Männer Frauen einfach lieben, ja. Und in Wahrheit lieben Frauen Männer auch. Nur, wie gesagt, diese Programmierung oder diese kollektive Vereinbarung und diese Moral oder dieses, ja, du bist eine Schlampe oder ja, dieser feministische Zeitgeist, ja, die Männer sind ja alle so übervorteilt und die Frauen sind ja alle so unterdrückt und jetzt müssen wir gegen die Männer kämpfen und denen zeigen, dass die Frauen auch hart sein können und auch wie Männer sein können, das ist natürlich totaler Schwachsinn, ja. Genau, und diese Programmierung ist halt das, dass diese Natur, dass Männer auch Frauen lieben, dass Frauen auch Männer lieben, die ja, die ist dann halt kaputt, ja. Und heute war wirklich ein wichtiger Tag, dass ich das für mich herausgefunden habe, dass ja, dass ich okay bin, so wie ich bin. Mit
mit allem, was da ist und dass ich einfach in mir schon ja diesen Reichtum habe, ja. Ja gut, dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, hallo Leute. Und zwar hatte ich gerade wieder den Impuls, dieses Video zu machen. Und es ist schon gerade spät. Und es ist halt etwas, was bei mir abends jetzt ab und zu passiert. Beziehungsweise an was ich mich wieder erinnert habe. Oder. Ja, es ist eine Erinnerung, die wieder hochkommt. Und während sie hochkommt, wird es zur Erfahrung. Und diese Erfahrung, erlebt man. Ja, und man vergisst sie einfach wieder. Also man kann sagen, es ist nur eine Erfahrung. Es ist nur. Es ist ja nur eine Erfahrung oder so, oder. Aber diese Erfahrung, ja, muss ich jetzt sagen, hat mein ganzes Leben verändert. Und ich muss sagen, dass ich mich jetzt zwischendrin wieder verloren habe. Und wahrscheinlich wird es wieder passieren, es ist aber auch egal. Weil ich weiß, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist, dass sozusagen kein Zurück mehr gibt. Ich weiß nicht, wer mir folgen kann oder. Ja, ob das überhaupt jemand muss, mir folgen können jetzt mit den Worten jetzt oder so, ist jetzt auch nicht so wichtig. Es ist eher wichtig, was ich für mich so festhalten will. Das meine ich jetzt wirklich so. Um mich selber mal zu erinnern, dass ich das nicht. Oder. Ja, um mich selber zu erinnern. Was hier eigentlich wichtig ist. So. Und. Das ist diese. Ja, diese Bewusstwerdungserfahrung, beziehungsweise dieses Gefühl oder diese, ja, diese Art Sterben, Sterbenserfahrung. Ja. Das Schwierige ist zu sagen, gibt es dafür einen Erklärungsansatz? Kann man das erklären, wie man dahin kommt? Oder wie man diese Realisierung, ja, wie man dahin kommt oder so? Und das ist die falsche Frage. Denn ja, alles, was in deinem Leben stattfindet, hat seine innere Logik. Und das ist alles, was passiert, ist in einer gewissen Art richtig. Und jede Kleinigkeit, die hier in dieser Welt irgendwie passiert, ist irgendwie ein spontanes. Ja, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall richtig so und. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist ganz komisch, dass man es wieder vergisst.
Wenn ich mich erinnern kann, habe ich das vielleicht zweimal erlebt. Zwei oder dreimal, ich weiß es nicht genau. Und ja, man kann es mit keinem Konzept erklären. Weil jedes Konzept würde weg davon führen. Jeder Erklärungsansatz. Man kann es nicht erklären. Es hat auf jeden Fall zu tun mit dem Ich, mit der falschen Ich-Vorstellung. Und diese falsche Ich-Vorstellung kommt dann wieder hinein. Und gaukelt einem dann vor, zu existieren, so. Und ja, diese Bewusstwerdung tötet dann oder vernichtet dann diese Vorstellung. Ich weiß, ich kann mich, das ist ganz komisch, ja, wieso das dann, wieso diese tiefgreifende Erfahrung, die damit automatisch einhergeht, wieso die wieder verdrängt wird, so. Das ist bei mir, hat bei mir Hi, mein Name ist André und ich bin überzeugter Feminist, deswegen kenne ich auch den ganzen antifeministischen Bullshit, den man tagtäglich von heterosexuellen weißen Cis-Boys hört. Hey, und ich bin Wolfie und ich kenne viele der antifeministischen Positionen und bin mal gespannt, ob du sie widerlegen kannst. Spoilerwarnung, kann er nicht. André hier ist nicht der erste Feminist, zu dem ich mir überlegt hatte, ein Kritikvideo zu machen. Aber während ich bei Quink trotz einiger fragwürdiger Aussagen noch verstehen konnte, was er meint, scheut sich dieser Hipster nicht davor zurück, auch die absurderen Argumente zu äußern. Aber lasst ihn das selbst erläutern, mit Sätzen, die Feministen nicht hören wollen. Und der erste Satz, den er hervorbringt, sagt aus, dass man für Gleichberechtigung und nicht für Feminismus sein würde, worauf er meint: Es sind einfach nur zwei Begriffe, die für genau das Gleiche stehen. Wieso es trotzdem Feminismus heißt? Ganz einfach, weil es dabei um Frauen geht. Jemanden seiner Rechte zu berauben, erfordert nun mal Macht und die Macht liegt nun mal bei Männern. Ja, Prejudice plus Power, die neue Definition von Sexismus und Rassismus. Und wer hat die Macht? Weiße Männer natürlich. Das mag sich jetzt vielleicht für einige nach einer schwerwiegenden Theorie anhören und fordern deswegen Beweise dafür. Keine Sorge, André hier weiß, mit Skeptikern umzugehen. Schon klar, der heterosexuelle weiße Cis-Boy in dir will sich auch mal darüber aufregen, wie böse er in dieser Welt diskriminiert wird. Aber das wird er nun mal nicht. Ich hätte nichts gegen diese herablassende Art, wenn er tatsächlich irgendwann Argumente vorbringen würde. Doch es ist wirklich nur das. Sexismus kann nur von Macht ausgehen, was eigentlich nicht die richtige Definition von Sexismus ist. Männer haben diese Macht, was man wohl einfach glauben muss. Und jeder mit anderer Meinung ist ein Idiot. Und genau hier haben wir schon das Hauptproblem. Man muss an diese Rhetorik glauben. Es ist nicht so, dass es konkrete Bereiche gibt, in denen Frauen das Recht entzogen wird. Es gibt noch nicht mal gute anekdotische Belege für dieses Machtverhältnis. Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen dem hier und was einige von Men's Right Movements sagen? Nämlich, dass Männer die eigentlichen Opfer der Gesellschaft sind und ihre Rechte geschützt werden sollten. Es sind beides die gleichen Aussagen, nur mit anderer Sichtweise. Das Lustige ist, ich würde sagen, dass beide zumindest einige Argumente haben, die man beachten sollte. Aber keines zeigt wirkliche Diskriminierung eines Geschlechts auf. Es zeigt nur auf, dass es noch gewisse Unterschiede gibt, die bestenfalls beseitigt werden sollten. Aber diese Diskriminierung, in der Rechte entzogen werden und dass dies auch nur ein Geschlecht betrifft, das erfordert Beweise. Es ist doch pure Ironie. Eine solche Art von Feminismus packt die Frau in die Opferrolle, in der sie keine Fehler machen kann. Weil Frauen als Kollektiv
keine Macht haben. Man unterscheidet nicht zwischen einzelnen Personen. Die Mutter-Tochter-Revolution. Inhalt. Einleitung. Römisch 1. Unnötige Verluste. 1. Die Krise am Scheideweg. 2. Von der Macht zum Verrat. 3. Geschichten, die unser Leben begleiten. Römisch 2. Strategien des Widerstands. 4. Man spricht direkt von Männern, die Macht haben, und Frauen, die unterdrückt werden. Das ist sexistisch. Es ist eine stumpfe Verallgemeinerung. Einerung der Situation erklärt mit einem magischen Patriarchat, an das man einfach glauben muss, damit der ganze Bullshit, den man labert, Sinn macht. Aber ich hänge mich ja schon beim ersten Satz auf. Zugegebenermaßen ist es auch der absurdeste und ich freue mich wirklich, dass André gleich zu Beginn preisgibt, welche Art von Feminist er ist. Der zweite Satz, den Feministen wohl nicht hören wollen, bezieht sich dann darauf, dass Feministen auch für die Rechte von Männern einstehen sollten. Worauf er meint,
dass dir deine Rechte niemand nehmen will. Das hatten wir doch gerade erst, oder? Bist du so vergesslich? Nein, einfach nur nein. Dein Argument, wenn man es so nennen will, war, dass man sich als Mann nicht beschweren darf. Die Methode grenzt ja schon fast an Einschüchterung. Ich meine... was würde passieren, wenn man mit einer Frau so sprechen würde? Klar, mit einer Frau auf diese Weise zu reden, das wäre dann Sexismus. Bei einem Mann ist das aber okay. Man möchte durch Ungleichheit Gleichheit erschaffen. Wie närrisch von mir, durch Gleichheit Gleichheit bekommen zu wollen. Denn darum geht es, dieselben Grundlagen für alle zu schaffen. Nicht aber Gleichheit zu erzwingen und schon gar nicht mit Methoden, bei denen man sich einig sein sollte, dass diese schlecht sind. Einen doppelten Standard aufgrund des Geschlechts zu implementieren, ist idiotisch. Man kann das nicht einfach rationalisieren, indem man eines der Geschlechter zum Feindbild erklärt, welches zu entthronen gilt. So einen Dreck müsste ich mir auch von Antisemiten anhören, wenn sie über den Anteil der Juden in hohen Positionen schwadronieren und dass man diesen die Macht nehmen müsste. Es ist dieselbe beschissene Logik. Und zwar wirklich exakt dieselbe, nur mit unterschiedlichen Feindbildern. Man könnte meinen, dass solche kollektivistischen Feindbilderklärungen, die noch nicht einmal auf ideologischen, sondern auf ethnischen oder in diesem Fall dem Geschlecht eines Menschen basieren, abgelehnt werden. Aber kaum zu fassen, was ich da sage, das ist wohl zu optimistisch von mir. Naja, danach geht er noch auf das Auflösen der Geschlechterrollen ein, was aber dann fast schon an Gleichschaltung erinnert. Diese Quintessenz, dass niemand mehr ein Urteil über seine Mitmenschen bilden darf. Und jeder einfach so leben soll, wie er es möchte, halte ich für idiotisch. Ich halte nicht viel von dieser Laissez-faire-Einstellung. Klar ist, jeder sollte das Recht haben, so zu leben, wie er es für richtig hält, solange er sich dabei an Gesetze hält. Und der gesetzliche Rahmen wiederum sollte die Rechte von Personen möglichst weit offen lassen. Damit bin ich einverstanden. Aber ich halte es auch wichtig, anderen Meinungen stets eine Plattform zu bieten. Diskussionen sind eines der wichtigsten Grundlagen unserer Lebensweise. Er hat dies nicht direkt abgestritten, aber wenn man sich Amerika oder Kanada anschaut, wo Safe Spaces eingerichtet werden oder das Verschreien von allem als sexistisch, rassistisch und homophob ausgezeichnet wird, da mache ich mir ernsthafte Sorgen, was die Konsequenz von so einer Einstellung sein könnte. Also das, was Teilzeit-Nerd sagt, ist noch harmlos genug. Ich schaue nur mit kritischem Auge darauf, was auch sein Wunsch werden könnte. Doch dann kommt ein Argument, das hier zwar unschön formuliert wurde, aber tatsächlich interessant ist. Eine Frau ist doch selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird. Was zieht sie sich auch so freizügig an? Es geht eigentlich um das Argument, in der Prävention von Verbrechen. So wie es hier ausgedrückt wurde, ist es selbstverständlich verächtlich und nicht akzeptabel. Aber das grundlegende Konzept kann ich verstehen. Das korrekte Argument geht in der Regel so, dass wenn man sein Haus nicht abschließt, man einen Einbrecher leichtes Spiel macht. Das bedeutet nicht, dass der Einbrecher dazu legitimiert ist, einzubrechen, aber
man weist auf gewisse Maßnahmen hin, um das zu verhindern. Es wäre gut, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der nirgendwo eingebrochen wird. Aber da man weiß, dass so etwas passieren kann, ist es vernünftig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das bedeutet nicht, dass wir in einer Einbrecherkultur leben, in der Diebstahl legitimiert wird. Das heißt nur, dass wir vorsichtig sein sollten. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Vergewaltigungen sollten dadurch in keinster Weise legitimiert werden. Und jeder, der das Argument in dieser Weise nutzt, sollte dafür kritisiert werden. Aber es ist etwas zu idealistisch zu sagen, dass man naiv durch die Gegend laufen darf, weil man meint, dass einem nichts passieren sollte. Üble Gegenden sollten nicht existieren, genauso wenig wie auch Menschen, die betrunkene Frauen als leichte Ziele ansehen. Doch sollte man sich der Gefahren bewusst sein. Man kann versuchen, das zu ändern. Aber deswegen jetzt jede naive Handlung zu bestärken, ist eine idealistische Methodik. Zu sagen, dass eine Frau nicht durch eine dunkle Gasse hätte laufen sollen, ist kein Victim-Blaming. Es erscheint nur so, dass Vergewaltigung ein überaus emotionales Thema ist und deswegen solche Kommentare oft als Angriff angesehen werden. Und Verschärfungen von Gesetzen in dieser Richtung sind auch stets kritisch zu betrachten. Man sollte Frauen nicht patronisieren. Eine betrunkene Frau, die Einwilligung zum Geschlechtsverkehr gibt, kann es sich am nächsten Morgen nicht anders überlegen und Vergewaltigung schreien. Warum sollte dem Mann in diesem Szenario dieses Recht nicht zustehen? Er kann ja auch betrunken gewesen sein und sofern es einvernehmlich war, ist keiner schuld. Aber wie schon gesagt, Vergewaltigung ist ein schwieriges Thema, bei dem man aber bemüht sein sollte, das Rechtmaß beizubehalten. Den Opfern darf vor Gericht kein Bonus gegeben werden. Justitia ist blind und jeder ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen wurde. Und dann? Der Mann für sich sollte diese Grundsätze nicht beeinflussen. Naja, zum letzten Satz, den ich kommentieren werde. Und eigentlich habe ich das schon mehr oder weniger kommentiert, aber hier noch eine Art Zusatz, weil ich es irgendwie absurd finde, was er da sagt. Frauen haben doch alle Rechte, was wollt ihr denn noch? Ihr werdet doch gar nicht mehr unterdrückt. Wow, du denkst ein bisschen Frauenwahlrecht und Frauen erlauben zu arbeiten, anstatt nur zwischen Kind und Küche zu pendeln und die ganze Sache hat sich bereits erledigt? Okay, Frauen haben alle Rechte, würde Teilzeit nur hier zustimmen. Wenn nicht, dann sollte er vielleicht einmal ein Recht nennen, das Frauen nicht haben. Anstatt aufzuzählen, was für Rechte, darunter auch bevorzugende Rechte, die man schon fast als sexistisch einstufen könnte, Frauen jetzt haben. Also entweder gibt es kein Recht, das Frauen nicht zugestanden wird, sondern eher welche, die Männern verwehrt bleiben, also Frauenquote, Frauenparkplätze etc. Oder André kennt welche, möchte sie uns aber nicht sagen. Okay, wer glaubt alles, dass Ersteres der Fall ist? Und wenn das der Fall ist, dann gibt es doch auch nach seiner eigenen Definition keine Diskriminierung von Frauen, sondern höchstens Vorurteile. So hat er es zumindest zuvor gesagt. Man müsste vielleicht aber auch mal den Unterschied zwischen Diskriminierung und Vorurteil verstehen. Diskriminierung ist, wenn dich jemand deiner Rechte beraubt oder sie dir verweigert. Ein Vorurteil ist, wenn jemand an sich einfach ein dummes Arschloch ist, ohne dass dabei deine Rechte verloren gehen. Also ist seine Aussage dann, dass nur Frauen mit Vorurteilen zu kämpfen haben? Nein, auch da würde sich André widersprechen, denn er hat ja auch zuvor Vorurteile gegen Männer genannt. Also sollte es doch darum gehen, die Vorurteile zu beseitigen. Unabhängig vom Geschlecht. Doch das hat er so am Anfang nicht gesagt. Er sagte, es geht hier direkt um Frauen. Genauso wie mit dem Beispiel, das dann kommt. Es geht darum, dass Frauen, die mit vielen Männern schlafen, nicht direkt als Schlampe beleidigt werden und Männer, die das Gleiche tun, als Helden gefeiert werden. Genau, oder dass Männer, die Jungfrauen sind, verlacht werden, Frauen jedoch dafür im wahrsten Sinne vergöttert werden. Naja, äußere Faktoren spielen dabei wohl auch eine Rolle. Aber es ist doch dasselbe Prinzip, oder? Er hat bis zum Ende kein Argument gebracht, warum es speziell um Frauen geht. Wenn, dann hat er sich im Verlauf immer mehr selbst widersprochen. Vor dem Staat sollten beide Geschlechter gleichberechtigt sein. Dass auf gesellschaftlicher Ebene noch Vorurteile existieren, ist klar. Aber das ist auch kein Patriarchat, in dem Männer Macht haben und die Frauen nicht. Es geht in beide Richtungen. Und der einzige Grund, warum er anscheinend daran festhält, ist, weil er vom Feminismus als Ideologie ausgeht. Und das bedeutet, dass man überall Sexismus sieht, wie auch schon die größte moderne Feministin Anita Sarkeesian einst sagte. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Und es es
Deswegen sind auch die größten Ziele des modernen Feminismus die Rolle der Frau in Videospielen und Filmen, geschlechtsneutrale Pronomen und wie man für jede sexuelle Annäherung eine verbale, besser noch schriftliche Bestätigung braucht, da alles andere sofort Vergewaltigung wäre. Und genau wegen solchen absurden Vorstellungen halte ich nichts vom Third Wave Feminism. Es ist eine Ideologie, die zusammen mit PC die Kultur zensieren möchte, anstatt sie zu bereichern. Na dann, macht's gut. Everything is sexist. Everything's a gender conspiracy.